Die Hoffnung braucht das Wehe. Wir hören auf Worte aus Jeremia 23. Wehe den Hirten, die die Herde meiner Weide umkommen lassen und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. Siehe, ich will euch heimsuchen und euer Böses tun, um eures bösen Tuns willen, spricht der Herr. Und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Mit Wehe beginnt der erste Abschnitt. Und das ist eine gute Nachricht. Nicht für die Könige, die hier als Hirten bezeichnet werden. Für die bedeutet es das Ende. Gut ist die Nachricht für das Volk, für Menschen, die darunter leiden, wenn die Regierenden kein Verantwortungsbewusstsein für das Land haben, kein Gefühl für die Menschen und keinen Drang zu Recht und Gerechtigkeit. Dass das ein Ende haben soll, ist eine gute Nachricht. Und dass das nicht nur der Lauf der Welt ist, sondern der Wille Gottes, lässt Hoffnung schöpfen. Bis heute. Was danach kommt, beschreiben die weiteren Worte. Gott selber wird das Machtvakuum ausfüllen, sich der geschundenen Menschen annehmen, neue Herrscher einsetzen, bis hin zu dem einen, der ein Leben in Frieden garantiert. Äußere und innere Sicherheit kennzeichnen die neue Zeit. Verlockend das Bild vom sicheren Wohnen, verlockend auch die Erwähnung von Recht und Gerechtigkeit. Wer das erleben darf, hat es gut. Uns Christen macht diese Verheißung oft etwas hilflos. Irgendwie wollen wir sie auf Jesus beziehen, aber das ist gar nicht so leicht. Viel spricht dagegen. Die Kriege haben auch nach Christi Geburt nicht aufgehört. Recht und Gerechtigkeit sind immer noch wenigen vorbehalten. Weder in Israel noch in der ganzen Welt ist ein Ende der Konflikte abzusehen. Dass Jesus selber dem von Jeremia entworfenen Bild nicht entspricht, ist unübersehbar. Dazu ist er zu arm, zu unaufdringlich, zu leise. Die Frage ist nur: Was spricht dagegen, dass der, den Gott dem Tod entrissen hat, schließlich doch noch den ersehnten Frieden bringt? In unseren Kirchen wird die Verheißung des Jeremia am ersten Advent gehört und gelesen. Dazu passt, was Kyrill von Jerusalem schreibt. Wir predigen, sagt er, nicht nur eine Ankunft Christi, wir verkündigen auch eine zweite. Eine noch viel herrlichere. Die eine war Offenbarung im Leid, die andere trägt das Diadem göttlicher Herrschaft. Bei der ersten Ankunft war er in Windeln gewickelt und lag in einer Krippe. Bei der zweiten umkleidet er sich mit Licht. Bei der ersten Ankunft trug er das Kreuz. Bei der zweiten wird er kommen in Herrlichkeit, in Begleitung eines Heeres von Engeln. Wir halten uns nicht alleine an die erste Ankunft. Wir erwarten auch eine zweite.